In Deutschland behandelt man schon mit Antiviren, aber keins davon scheint zu wirken. Und was tun Sie darüber hinaus? Das Übliche, Masken, Soldaten, wascht euch die Hände und betet. Genetik stimmt genau überein. Aber nicht mit Patient Null, irgendwas stimmt nicht. Also hier gibt es keine Berichte über irgendwelche Grippeinfektionen. Haben wir eine Liste? Ja, von allen Leuten, die in den letzten 14 Tagen ein- oder ausgeflogen wurden. Ich fax sie dir vom Hotel aus. Mit wie vielen Namen? Etwa 250. Weißt du, dieses Kaff liegt zwar am Ende der Welt, aber hier kommen Leute von überall her. Es ist ein scheiß Ego, auf das ich sauer bin. Und ich bin auch auf mich sauer, weil es mir nicht gelungen ist, dich dazu zu bringen, das Richtige zu tun. Und das macht mich genauso schuldig wie dich. Entschuldige. Es tut mir leid. Oh. Komm, wir müssen es gerade biegen. Das klingt nicht nach einem Trick. Wenn wir diese Leiche nicht finden, gibt es vielleicht noch einen Ausbruch. Ja, okay. Multiple Träger. Was für ein Albtraum. Natürlich, wenn wir jetzt 100.000 Millionen Menschen infiziert haben bei jedem Ausbruchssituation, Wahrheit ist, Falle eines Ausbruches, SARS-CoV-2 in Deutschland. Wahrheit ist, Falle eines Ausbruches, SARS-CoV-2 in Deutschland. Wahrheit ist, Falle eines Ausbruches, SARS-CoV-2 in Deutschland. Spricht dabei für sich. Kleine Störung, große Schäden verursachen. Das bedeutet, Defizite aufzuarbeiten. Sicherheit gibt einem, aber tatsächlich ja keiner. Dieses Virus ist unser gemeinsamer Gegner. Das Tragen von Masken, bieten wir diesem Virus weiterhin die Stirn, dann ringen wir gemeinsam dieses Virus nieder. Falle eines Ausbruches, SARS-CoV-2 in Deutschland. Natürlich, wenn wir jetzt 100.000 Millionen Menschen infiziert haben bei jedem. Ausbruchssituation, Wahrheit ist, Falle eines Ausbruches, SARS-CoV-2 in Deutschland. Ich sterbe lieber an einem Virus als an Langeweile. Einmal in der Stadt verbreitet es sich überall, da kann es niemand mehr stoppen. Die Toten werden die Glücklichen sein. Sie werden unter Quarantäne gestellt. Befolgen Sie die Anweisungen. Hallo Leute, neue Proben. Vielleicht haben wir den Patienten Null. Ja. Wie läuft's bei euch? Wir jubeln schon, bei dir? Noch zwei Tote. Scheiße, wo bist du? In einem Restaurant. Das kommt also näher. Ja. Und ich habe Politiker, die Augen verschließen und Gesundheitsexperten an der Grenze zur Panik. Kommt ihr denn weiter? Ah, Sackgasse. Das verdammte Virus entwickelt sich so rapide. Eine Mutation gibt vielleicht Anhaltspunkte. Bis dann.
Entschuldigen Sie. Ja, was? Diese Krankheit. Was ist es? Das wollen wir rauskriegen. Auf jeden Fall regeln Sie alles ab. Keine Presse, keine Fotos. Wir wissen noch nicht viel über diese Krankheit. Ist leider so. Was? Nein, hier ist ein Virus. Ich würde nicht das Wort Epidemie verwenden. Es sind Fälle aufgetreten, die von einem Virus verursacht sein können. Keine Ahnung. Es gibt Todesfälle, ja, 9. Hören Sie, ich versuche offen und ehrlich zu sein, aber ich werde Ihnen nicht sagen, was noch nicht definitiv ist. Sicher sind nur die 9 Toten. Wie viele es werden? Ich weiß es nicht. Idiot. Erklär mal diese ganze Virus-Sache. Echt bedrohlich. Ein bisschen was von Viren habe ich dir erzählt. Was weißt du noch? Eigentlich eher gar nichts. Okay, Virologiekurs für Anfänger. Viren sind unglaublich klein. Nur ungefähr ein Millionstel Zentimeter. Wäre der Raum hier eine Zelle, entspräche ein Virus einem Stecknagelkopf. Okay, und was sie tun ist, sie dringen durch winzigste Löcher in eine Zelle ein. Sagen wir in etwa eins wie das hier. So. Sie dringen ein. Okay. Und sie stehlen ein paar Enzyme. Und mit diesen Enzymen machen sie Kopien von sich selbst. Tausende von Kopien. Dann geht das immer weiter. Und all diese Kopien platzen raus und sprengen etwa 1000 neue Löcher in deine Zellwände. Und dann schwimmen sie weg und jede Kopie findet eine neue Zelle, in die sie eindringt und wo sie erneut tausende Kopien von sich macht. Und tausende weitere Löcher. Und ziemlich bald schon verblutest du elend daran. In deiner eigenen Haut. Mit so etwas haben wir es hier zu tun. Ja, deswegen musst du wirklich unbedingt zurück nach Hause fahren. Da gibt es nichts. Ich sterbe lieber an einem Virus als an Langeweile. Sind Sie Reporter? Ja. Also, was ist da im Norden denn los, Bob? Stehen wir vor einem neuen SARS-Ausbruch oder... Richtig. Also muss man die Verbindung neu definieren. Und ich sage euch, da ist jemand, der herausgefunden hat, wie das geht. Jetzt passt es plötzlich. Und was entsteht? Ein Supervirus. Du sagst also, es ist gezüchtet worden? Was anderes ergibt keinen Sinn. Ich meine, sofern die Konstruktion einer Tötungsmaschine Sinn ergibt. Ich kann mir auch denken, wie sie es gemacht haben. Aminosäuren, die Bausteine der Proteine. Proteine, die Bausteine der Viren. Warte, ich komme da nicht mit. Okay, Leute. Jetzt wissen wir, wonach wir suchen. Ladies and Gentlemen, das, ob Sie es glauben oder nicht, ist ein künstliches Gen. Wow. Da kriege ich Angst. Biowaffenterrorismus, ja. Stimmt, aber wie seid ihr so schnell darauf gekommen? Bist du dir ganz sicher? Und es kommt direkt auf uns zu. Das ist so krank. Wissenschaftler nutzen ihr Wissen und wenden es an, um unschuldige Menschen umzubringen. Ich glaub's nicht. Gaskammern, Krieg mit Biowaffen oder mit Atombomben. Ich schon. Gibt es ein Gegenmittel? Einmal in der Stadt verbreitet es sich überall, da kann es niemand mehr stoppen. Die Toten werden die Glücklichen sein. Es verbreitet sich unwahrscheinlich schnell. Spricht dabei für sich. Kleine Störung, große Schäden verursacht. Das bedeutet Defizite aufzuhaben. Kommen Sie möglichst unbeschadet durch die Pandemie. Der Bundesregierung Krisen und Störungen uns um die Ohren pfeift, spricht dabei für sich. Unter Kontrolle bringen, kleine Störung, große Schäden verursacht. Das bedeutet, Defizite aufzuarbeiten. Missbrauch, und das tun wir auch, ist gut investiertes Geld. Das ist wichtig, reicht aber natürlich nicht aus. Das ist die wichtigste Waffe, die wir haben, das Impfen. Und das Testen hilft uns, eine Brücke zu bauen, bis das Impfen wirkt. Denn selbst eine schnelle Impfung unserer Bevölkerung ist noch keine Garantie dafür, dass sich weltweit nicht auch weitere Virusmutationen verbreiten, gegen die unsere Impfstoffe dann nicht mehr oder weniger gut wirken. Und dies zeigt eindringlich, eine erfolgreiche Pandemiebekämpfung heute und in Zukunft erfordert ein gemeinsames Vorgehen der Weltgemeinschaft. Bevor nicht der Letzte geimpft ist oder ein Impfangebot hatte, ist diese Pandemie nicht besiegt.
Wunder sind nicht zu erwarten, Wunder können wir auch keine versprechen. Und wenn Sie unbedingt sauer sein wollen, seien Sie im Zweifel sauer auf mich. Also um das nochmal ganz klar auf den Punkt zu bringen, zeigen auch aktuelle Befragungen des Robert-Koch-Instituts. Demnach sind rund 73% der Befragten geben an, dass sie sich auf jeden Fall impfen lassen wollen und rund zusätzliche 10% sagen, dass sie sich auf jeden Fall eher impfen lassen wollen als nicht. Dieses Virus ist unser gemeinsamer Gegner. Das Tragen von Masken bieten wir diesem Virus weiterhin die Stirn. Wir dürfen nicht zulassen, dass das Virus wieder Oberhand gewinnt, nur weil wir auf einmal zu viel wollen. Vor 2 Wochen hatte ich gesagt, diese Pandemie ist wie ein prall gefüllter Luftballon, den wir gemeinsam unter der Wasseroberfläche halten müssen. Mittlerweile hat dieser Ballon tatsächlich nicht mehr ganz so viel Luft. Aber wenn wir ihn jetzt loslassen, springt er immer noch unkontrolliert über die Wasseroberfläche. Wir schaffen es nämlich nach wie vor nur gemeinsam, diesen Ballon runterzudrücken. Und wir brauchen dafür wirklich jeden Einzelnen und jede Einzelne, geimpft oder ungeimpft. Wenn wir jetzt Maßnahmen ignorieren und zu früh öffnen, dann springt dieser Ballon wieder an die Oberfläche. Das sollte uns allen bewusst sein. Ohne die Maßnahmen würde sich das Virus im Moment sehr rasch wieder ausbreiten. Die Pandemie ist noch nicht vorbei, die Gefahr ist noch nicht gebannt. Dann ringen wir gemeinsam dieses Virus nieder. Warum geht das nicht überall? Weil wir auch eine Rückkopplung brauchen an die Telematik-Infrastruktur. Es ist ja verbunden über sichere Leitungen und die haben die Apotheken, die haben die Arztpraxen und die Impfzentren werden die auch haben. Dann mit einem entsprechenden Gateway, wo ja auch dann die QR-Codes erstellt werden und die Dinge hinterlegt werden, woran wir arbeiten mit den Ländern. Und es muss ja auch nicht sozusagen jeder, es muss übrigens auch nicht jeder digital machen. Ne? Wer weiterhin Papieren ausschließlich will, kann das auch machen. Aber die eigentliche, und das ist ja auch, da sind wir beim Thema Vergütung, die Frage von Herrn Rinke auch gerade, es ist ja auch eine Prüfaufgabe damit verbunden, dieses medizinische Dokument, Impfpass, tatsächlich auf seine Richtigkeit zu überprüfen. Und Ärztinnen und Ärzte und vor allem übrigens auch Apotheker prüfen jeden Tag medizinische Dokumente auf ihre Richtigkeit. Rezepte, Betäubungsmittelrezepte, viele andere Unterlagen. Und deswegen ist der entscheidende Punkt und sozusagen die Fehler- oder Fälschungsanfälligkeit gegeben mit Blick auf den digitalen Impfnachweis beim Übertrag. Und auch da werden wir es nicht, also das ist am Ende, kann man das ja nur nach fachlicher Augenscheinkontrolle machen, nicht zu 100% ausschließen können. Ich kann immer nur wieder sagen, am Ende betrügt man sich selbst. Weil man sich selbst einen Schutz vorgaukelt, den man nicht hat, falls man einen gefälschten Impfausweis hätte. Den Impfschutz macht man zuerst einmal für sich selbst und sein Umfeld und nicht für die Bundesregierung. Das finde ich erstens wichtig. Zweitens ist es sehr wichtig, wir haben jetzt auch gestern, hat der Bundestag das Gesetz beschlossen, auch die Verschärfung der Strafmaßnahmen bei denjenigen, die das machen, die solche Dokumente ausstellen und auch manche Klarstellungen gemacht mit sehr harten Strafen und auch sehr klaren Ansagen, was dann eben entsprechend passiert. Und das ist das, wie wir es jetzt adressieren. Warum es so lange dauert, sind, wie gesagt, die technischen Vorgaben, die europäischen Abstimmungen. Wenn wir es jetzt schaffen als Europäische Union mit 27 Mitgliedstaaten, dass mit einem QR-Code auf meinem Handy ich in Italien im Restaurant das Ding vorzeige und der QR-Code-Leser in Italien das erkennt als Impfnachweis oder in Finnland oder in Portugal, dann ist das weltweit einmalig, dass es einen digitalen Impfpass gibt, der mehr als eine Insellösung einer Nation ist. In den USA gibt es nicht mal einen einheitlichen Bundesimpfpass bisher. Ich verstehe das alles, ich bin auch ungeduldig, aber unsere Ungeduld darf am Ende nicht zu Übermut führen. Und das heißt für mich eben am Ende Schritt für Schritt, und zwar Schritt für Schritt nicht jeden Tag ein und jede Woche ein, sondern so, dass wir auch immer wieder sehen können, welche Auswirkungen hat das auf die Infektionszahlen. Und Geduld darf am Ende nicht zu Übermut führen. Und das heißt für mich eben am Ende Schritt für Schritt, und zwar Schritt für Schritt nicht jeden Tag ein und jede Woche ein, sondern so, dass wir auch immer wieder sehen können, welche Auswirkungen hat das auf die Infektionszahlen. Mit Blick auf den Einzelhandel. Im Handystand. Wenn denn da keine Begrenzung ist der Zahlen pro Quadratmeter und auch ansonsten keine Masken und da ist irgendein neues Modell oder irgendwie sonst was, dann stehen da 30 Leute in der Traube. So, das sind genau diese kleinen Situationen, die wir auch wieder haben wollen, die auch wiederkommen werden, die wir aber doch in der jetzigen Phase
noch vermeiden können, ohne dass es wirklich eine Belastung fürs Leben ist. Im Einzelhandel jetzt eine Zeit lang zu öffnen, ja, aber dabei aufeinander aufzupassen. Und das ist einfach meine grundsätzliche Bewertung. Ansonsten liegt die Verantwortung für diese Entscheidung und die Zuständigkeit bei den Ländern. Erkenntnis haben Sie über die Belastungen möglicherweise oder vor allem auch über Triage? Aber es gibt eine Diskussion. Und eine Diskussion, die aus meiner Sicht auch notwendig und richtig ist, die verschiedene Aspekte hat. Erstmal den individuellen Aspekt immer von Nutzen, Risiko einer Impfung und der individuellen Entscheidung. Je mehr in einer anderen Altersgruppe geimpft sind, desto größer mag und kann das Risiko in allen anderen Altersgruppen werden. Dass Quarantäneregelungen individuell nur noch in Ausnahmesituationen von den Ländern verhängt werden sollen, dürfen, also wenn es Virusmutationen gibt beispielsweise. Nein, okay. Nicht das zu tun, was wir für richtig halten, und das ist okay. Nein, ist nicht richtig. Was das Thema Genesene, Geimpfte und Getestete angeht, und da steht sehr klar definiert, dass jemand als voll geimpft gilt, wenn er als Genesener eine weitere Impfung erhalten hat. Und Sie sind gerade in den beim finale Behandlung. Das multisystemische Entzündungssyndrom und das, oder das pädiatrische multisystemische Entzündungssyndrom erinnern sich an B117, bestimmte Quarantänemaßnahmen so hochgefahren, damit Menschen, die damit infiziert werden, noch stringenter behandelt werden. Können Ausbrüche schneller erkennen, eindämmen. Ohne Maske empfehle ich halt sehr, all die. Aber um das abzusichern, werbe ich jedenfalls sehr dafür, und so ist es eigentlich auch vereinbart, mit Maske, mit Test, was dieses Virus anrichten kann, wenn man es laufen lässt. So kommt entschlossenes staatliches Handeln, weil ich das beeindruckend finde. Eine gegen das andere ausspielen, weil wir dann alles schwächen. Ja? Also ich sehe es auch als einen Faktor, das sind verschiedene Faktoren, die zusammenspielen, aber das heißt im Umkehrschluss, wenn wir dann eben einen dieser Faktoren dann auch nachlassen, dann ist eben die Chance auch wieder da, dass das Virus eben wieder steigt. Ich sehe auch gerade das Maskentragen als einen sehr geringen Eingriff in das freiheitliche Leben von uns Einzelnen. Also das kann ich, also die Frage, wie gefährlich das Nicht-mehr-Tragen von Masken ist, kann ich nicht quantifizieren. 100% Sicherheit gibt einem, aber tatsächlich ja keiner. Den berühmten R-Wert. Und natürlich, wenn wir jetzt 100.000 Millionen Menschen infiziert haben, bei jedem Ausbruchssituation Wahrheit ist, Falle eines Ausbruches, SARS-CoV-2 in Deutschland. Wahrheit ist, Falle eines Ausbruches, SARS-CoV-2 in Deutschland. Wahrheit ist, Falle eines Ausbruches, SARS-CoV-2 in Deutschland. Das hängt damit zusammen mit der Übertragbarkeit, also dem R-Wert, dem berühmten R-Wert. Das heißt also, ein Infizierter infiziert mehr andere, und dadurch ergibt sich einfach, dass man insgesamt mehr Menschen impfen muss. Und je nachdem, wie hoch der R-Wert ist, ändert sich der Anteil der Menschen, die geimpft werden müssen, um das ganze Geschehen einzudämmen. Wir haben ein Virus, das hat einen wahnsinnig hohen R-Wert, das ist das Masernvirus. Der liegt bei, ich glaube, 16 oder 18, also deutlich höher noch. Und das ist der Grund, warum wir da eben dann auch eine Impfrate von mehr als, wenn ich das richtig im Kopf habe, 95 oder 97% haben muss. Es hängt also von der biologischen Eigenschaft des Erregers ab. Und dieser und Erreger verändern sich. Und natürlich, wenn wir jetzt 100.000 Millionen Menschen infiziert haben, bei jedem Sprung eines Virus zu einem anderen Infizierten besteht die Chance, dass es sich verändert, das Erbgut verändert wird. Und das ist einer der Gründe, warum wir eben nochmal die Inzidenz runterbringen müssen, damit es auch weniger Wirte gibt und sich das Virus weniger schnell verändert. Also das ist ein R-Wert, der im Moment so ist, und ich hoffe mal, dass er so bleibt. Bei einem Mann wie ihm hast du recht. Er verdient den Tod. Wo ist er? Ich kümmere mich um ihn. Wenn sie ihn erwischen, dann wandert er wieder Nein, in den Knast. Ich bin nicht... Und wenn ich es nicht tue, ich will, dass du frei bist, klar?
Und weil es der einzige Weg ist, übernehme ich die Sache. Es hat nicht das Killergehen. Töten ist Unrecht. Ja, ich kenne die Bibel. Tatsächlich? Ja, hab sie mal in dem Hotelzimmer überflogen. Da stand sowas wie, töte niemanden, der es nicht wirklich verdient hat. Ja, das steht im Alten Testament. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja, oder so. Was ich aber meine ist, manchmal muss der eine oder andere Mistkerl schlicht und ergreifend ausgelöscht werden. Mhm. Die Welt ist ohne sie besser dran. Aber meistens ist Töten eben Unrecht. Ja, absolut. Ja, richtig, der sollte weg. Back. Ich will nur nicht, dass du einen falschen Eindruck von mir bekommst, okay? Sieh es einfach auf die Yogi-Art. Verstehst du? Zerstöre das Negative, um Positives zu erschaffen. Der Tanz Shivas und all das. Vernichte das Dunkel, um Licht zu gebären. Du hast ein Rad ab, oder? Jetzt weißt du, von wem du es hast. Du bestimmst nicht mehr die Regeln, sondern ich. Wirklich? Wenn ich verhaftet werde, wird jemand die Server freigeben und alles kommt ans Licht. Ich werde sie finden und zerstören. Wie gesagt, ich bestimme hier die Regeln. Oh, das hätte ich nicht erwartet. Ein bisschen stillos, oder? Das allerdings hatte ich erwartet. Euch über den Tisch. Ihr gebt immer nur und sie nehmen. Was jetzt? Ganz einfach. Ergebt euch nicht der Enttäuschung. Nutzt die heilsame Kraft der Gewalt. Dieses Jahr, jedes Jahr. Übernehmt die Kontrolle über eure Zukunft. Lasst euch von mir führen. Eure Chance, euch zu erheben. Aufrecht dazustehen und euch eure Macht zurückzuholen. Also erhebt euch. Vernichtet eure Unterdrücker. Danach werden die Ausgebeuteten, die Verfolgten und die Gebrochenen gemeinsam aufstehen und Hand in Hand dem Sieg entgegenmarschieren. Das ist unser gemeinsamer Gegner. Das Tragen von Masken. Hätten wir diesen Virus weiterhin gestört, dann ringen wir gemeinsam dieses Virus nieder.